Hallo zusammen, mein Name ist C. Ludwig. Wie immer werfen Sie bitte einen Blick auf den Disclaimer, den Sie unten in der Videobeschreibung finden können. Vielen Dank. Im heutigen Video geht es darum, alle Basispreise und Termine für Ihre Option in der Handelsplattform TWS zu enthüllen, ausfindig zu machen. Das gehört definitiv zu den Grundlagen. Es ist relativ einfach, aber trotzdem bekomme ich immer die Frage gestellt, wo finde ich diesen Termin für meine Option, wo finde ich diesen Basispreis oder andersrum, es gibt keinen Basispreis für diese Option und doch in der Regel gibt es fast alle möglichen Basispreise, die man sich wünscht, wenn man einen Trade aufmachen möchte. Aber man muss nur wissen, wo man sie finden kann. Und das zeige ich Ihnen heute im Video. Als Beispiel habe ich die Aktie von Advanced Micro Device genommen, also AMD. Ich bin jetzt im Optionstrader von der Handelsplattform der TWS. Und ich sehe hier unten die Optionsketten in Bezug auf die Aktie von AMD. Ich sehe links die Calls, rechts die Put. Und ich fange mal an mit den Terminen. Ich sehe hier die gängigen monatlichen Termine, also immer der dritte Freitag eines Monats. 15. Juli, 19. August, 16. September, Oktober etc. Und es kann aber auch sein, dass eine Aktie, nicht alle, aber dass eine Aktie auch wöchentliche Verfallstermine aufweist, also an jedem Freitag unter dem Monat. Und die sind manchmal nicht standardmäßig hier sichtbar. Wie mache ich die sichtbar? Ganz einfach, ich klicke hier auf den Reiter Mehr und ich sehe hier unten dieses Kästchen wöchentlich und quartalsweise. Und wenn ich das anklicke, dann sehe ich plötzlich auch andere Verfallstermine, 8. Juli, 15. Juli, 22. Juli etc. etc. und kann sogar noch bis Mitte August wöchentliche Verfallstermine wählen. Das eröffnet natürlich mehr Möglichkeiten in meinem Handel, indem ich nicht nur den dritten Freitag anpeile als Verfallstermin, sondern auch jeden beliebigen Freitag bis Mitte August hier zumindest. Okay, also erstmal so finden Sie die Verfallstermine, die für eine Aktie verfügbar sind in Bezug auf die Optionsketten. So, dann ist es so, dass ich hier nur 8 Basispreise sehe. Je nachdem, wie Ihre Handelsplattform eingestellt ist, werden Sie hier eine unterschiedliche Anzahl an Basispreise sehen. Idealerweise lässt man sich alle Basispreise anzeigen und das geht ganz einfach, indem Sie hier auf Basispreise gehen, auf diesen schwarzen Pfeil hier klicken und da sehen Sie, dass Sie eigentlich eine Mehrfachauswahl tätigen können. Das heißt, Sie können auch ausgewählte Basispreise hier selektieren oder Sie können sogar nach Standardabweichungen die Basispreise selektieren oder Sie machen es sich ganz einfach und sagen, ich möchte alle Basispreise sehen und dann sehen Sie auf einen Blick alle verfügbaren Basispreise für die Option in Bezug auf diese Aktie hier angezeigt. Okay, so, da ist, glaube ich, alles gesagt. Verfallstermine sichtbar machen, Basispreise sichtbar machen und schon haben Sie einen Blick auf alle verfügbare gelistete Optionen in Bezug auf eine Aktie. So, ich hoffe, das war für Sie hilfreich und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Bis dann. Tschüss.